Für die FDP, Herrn Borgmeier, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, dass jetzt auch ein Herr sprechen darf zu dem wichtigen Thema. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mal mit dem Konsens. Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Lebenswelt von vielen Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, dass genau diese Arbeit junge Menschen dabei unterstützt, sich selbst und ihre Persönlichkeit, aber auch ihren Umgang mit anderen Menschen zu entwickeln, zu vertiefen und zu verbessern. Und genau aus diesem Grund haben wir mit unserem Minister Joachim Stamp die Jugendarbeit auch noch mal nach vorne gestellt und mit der NRW-Koalition gleich zu Beginn ein Zeichen gesetzt und uns das auf die Fahnen geschrieben. Als eine der ersten Regierungshandlungen hat nämlich die Koalition angekündigt, die Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit zu erhöhen und zu dynamisieren. Das wurde ja auch schon ausdrücklich gelobt von der Opposition, was sie ja in 7 Jahren nicht geschafft haben. Wir schaffen es jetzt mit der NRW-Koalition, hier Verlässlichkeit und Planungssicherheit aufzubauen. Und ich freue mich, dass die Grünen das ja auch positiv bewerten. Josephine Paul hat es ja schon angedeutet, bei der SPD erkennt man das noch nicht so wirklich, da dauert der Erkenntnisprozess noch, da kommen noch leicht wirre Anträge in der Vergangenheit. Aber jetzt zu Ihrer Forderung, nämlich das Gender-Budgeting im Kinder- und Jugendförderplan werden wir ablehnen. Wir werden auch natürlich darüber diskutieren, aber ich will gleich dazu kommen, warum wir das ablehnen. Aber erstmal möchte ich Ihnen noch sagen, warum wir die Mittelvergabe auch aus Prinzip falsch halten. Nämlich erstens geschieht dies schon im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges. Da gibt es eine Evaluation genau auf den Bezug der Geschlechterverteilung in der Kinder- und Jugendarbeit. So beispielsweise auch im 7. Bericht zum Wirksamkeitsdialog des Landesjugendrings aus dem vergangenen Jahr. Und da wird genau in Kapitel 2.3 die Gruppe der Teilnehmenden auf Geschlecht und Alter hin analysiert. Ein großer Teil ihrer Forderungen findet schon bereits statt und ist deswegen obsolet. Ja, aber es geht ja noch weiter, denn zweitens nämlich ist das Gender Budgeting selbst nicht nur nicht wünschenswert, sondern praktisch auch noch sehr schwierig umzusetzen. Denn wie wollen Sie denn die Förderung von Strukturen wie Landesgeschäftsstellen einem Geschlecht zuordnen? Also das, was Sie hier fordern, ist ideologischer und handwerklicher Humbug. Natürlich kann ich es Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, aber nicht ersparen, auch noch auf die ideologische Debatte über das Gender-Budgeting zu kommen. Weil das Ziel, was ja dahinter steht, ist, dass man 50% der finanziellen Mittel explizit für Jungen und 50% der Mittel explizit für Mädchen ausgibt und da investiert. Und das ist völlig ideologisch und geht völlig an den Bedarfen der Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen vorbei. Wir wollen nämlich, dass jedes Kind dort gefördert und unterstützt wird, wo es dies auch braucht, anstatt die Mittelvergabe ideologisch zu gestalten, wie Sie es hier vorschlagen. Wir wollen sie dort einsetzen, wo sie tatsächlich benötigt und gebraucht werden. Wir richten uns da nicht nach prozentualen Verteilungen, sondern nach den Bedürfnissen der Kinder in Nordrhein-Westfalen. Es ist sinnvoll, dass es verschiedene Träger mit verschiedenen Angeboten gibt. Nur so kann den Bedürfnissen auch Rechnung getragen werden. Diese unterschiedlichen Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit kann man nicht nur mit stumpfer Gleichmacherei über den Haufen werfen. Um dies zu verdeutlichen, es gibt ja auch Beispiele dafür, steht wieder der Wirksamkeitsdialog des Landesjugendrings zur Verfügung. Wenn da im Kapitel 2.3 wird ja genau untersucht, wie sich die Gruppen der Teilnehmenden nach Geschlecht und Alter zusammensetzt. Und wenn man da mal reinschaut, dann wird da beschrieben, dass sich die Geschlechterzusammensetzung bei den Mitgliedsverbänden des Landesjugendrings stark unterscheiden. Und das ist ja auch Ihr Punkt. Während beispielsweise der Frauenanteil der angebotenen Jugendfeuerwehr bei 21,2% lag, machten Frauen 80% der Teilnehmenden in den Angeboten der Sängerjugend beispielsweise in Nordrhein-Westfalen aus. Und ich zitiere mal gerne aus dem Wirksamkeitsdialog, weil das sind ja auch die Leute aus der Praxis, die das analysiert haben. Und die sagen, in allen Jahren gibt es Angebote von Verbänden, in denen beide Geschlechter zu gleichen Anteilen vertreten sind, wie auch solche, die vorwiegend weiblich oder vorwiegend männlich geprägt sind. Diese Verteilung macht die unterschiedlichen Interessen von Jungen und Mädchen deutlich. Sie zeigt aber gleichzeitig, dass diese unterschiedlichen Interessenlagen von den Verbänden insgesamt abgedeckt werden können.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen in unserem Land sind verschieden. Und genau in ihrer Vielfalt, ihrer Ausprägung und in ihrer Differenziertheit wollen wir auf diese Bedürfnisse eingehen. Ein Gender-Budgeting macht eine bedarfsabhängige Finanzierung unmöglich und widerspricht daher nicht nur unserer Auffassung, sondern vor allem dem, was die Jungen und Mädchen in unserem Land wollen und brauchen. Deswegen freuen wir uns auf die Diskussion im Ausschuss. Und meine Redezeit ist ja ohnehin schon vorbei. Vielen Dank.